Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play den Landwirtschaftssimulator 19 auf der Möpfelsbrunn mit mir, dem Agrarfeleppe. Wir werden hier mal ja anfangen mit Tiefenmeißeln. Dazu habe ich hier schon mal unseren Agrisäm hinten an schon die reingepackt. Und dann kann es auch hier schon prinzipiell schon losgehen. Dann zerstören wir noch ein bisschen das Unkraut hier. Und der Tiefenflug übernimmt ja sowieso, oder Tiefenlager übernimmt das sowieso die Aufgabe des Pfluges. Dann scheint der Robben relativ gut durch. Ich würde nur mal interessieren, ob auf dem gekrupperten hier eigentlich auch Unkraut wächst. Das ist eine Frage, das ist eine gute Frage. Ich nachher gleich mal ein Nussfeuer fragen. Oder ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. Das ist eigentlich eine relativ gute Frage. Finde ich. Und wir haben ja eine neue Textur. Kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Die sieht schön aus. Die gefällt mir sehr gut. Sieht schön aus. Aber der Johnny hat doch schon ganz schön zu ziehen. Aber das muss ja auch so sein. So, genau. Und dann bereiten wir hier das Feld vor. Können dann gleich anfangen, nächste Folge mit 10. Wann das dann nochmal spritzen. Und langsam wird es erstmal Zeit für einen zweiten Traktor. Das heißt, mehr Missionen annehmen. Zwischen den Folgen. Was heißt zwischen den Folgen? Auch in den Folgen. Boah. Dass wir einfach noch ein bisschen Geld kriegen. Zur Not habe ich auch noch ein bisschen Kredit auf der Bank, den wir noch aufnehmen können. Genau. Aber das könnte man dann ja auch bald mal in Angriff nehmen, so richtig. Und neue Ländereien brauchen wir auch langsam mal. Das ist auch wichtig. Da hätte ich auch schon eins in Aussicht. 27 würde mir ganz gut gefallen. Feld 27. Weil die Länderei ist sehr preiswert. Also wahnsinnig preiswert. Die kostet 100.000, glaube ich. Und da ist nicht so groß Klimborium drumherum, sondern da ist prinzipiell auf der ganzen Fläche nur Feld. Können wir mal reingucken. Land. Hier. Da ist prinzipiell eigentlich nur... Ach ne, war das? Ach ne, das war Feld 26. 26. Da ist 80% nur Feld auf dem Land und deswegen ist das auch... wäre das gute Alternative für uns. Ist auch nicht so preiswert. Nicht so teuer. Sondern perfekt für uns eigentlich, auch für die Betriebsgröße. Optimal. Das können wir uns ja dann mal anschauen. Vielleicht ist es ja doch was für uns. So. Boah, ich freue mich schon aufs Sehen irgendwie. Und aufs Striegeln. Das, was ich ja eigentlich machen wollte, aber hier nicht möglich war. Weil ja unsere Zuckerrüben bereits ausgewachsen waren zum Zeitpunkt. Das sieht doch schon recht gut aus. Also so wie es derzeit aussieht mit dem Fortschritt, den wir hier erlangen, durch den 4 Meter tiefen Meißel, könnte man vielleicht sogar noch anfangen zu sehen, diese Folge.
Aber eine, das beschäftigt mich hier ist jetzt. Es sind Sonnenblumen drauf, auf Feld 26. Können wir aktuell nicht ernten. Bräuchten wir den Ziegler Korn Champion oder wie der heißt. Als Schneidwerk. Korn Champions von Ziegler hier. Ansonsten könnte man auch ein hier ein solches holen. Den des Heliandus direkt. Wäre auch mal noch eine Option. Wäre natürlich auch cool. Ah doch, das reizt mich jetzt eigentlich. Machen wir hier mal noch an der X. Das kostet 125.000, okay. Also brauchen wir doch noch ein bisschen Geld. Und bald möchte ich ja auch anfangen mit Pferden. Pferdezucht. Da müssten wir Hafer anbauen. Das ist kein Ding. Da bräuchte man eine kleine Wiese. Das muss wirklich keine große Wiese sein, eine kleine reicht da. Holen wir uns hier so ein für ein 6M hier so ein kleines Heckmähwerk, so einen coolen beispielsweise. Sieht doch gut aus. Und hier sind Lavender. Und ein Ladewagen. Ein Ladewagen mit. Ja, ein Ladewagen. Was ist denn mit der Idee? Ich will unbedingt, mir brennt's in den Fingernägeln. Ich will hier diesen Straut Manxelan haben. Ich will den unbedingt mal ausprobieren. Was ist denn, wenn wir da das zweite Feld holen? Und dann bauen wir mal ein bisschen Dings an. Ein bisschen Weizen, ein bisschen Gerste, Hafer. Kriegen Stroh raus und das Stroh können wir dann auch verkaufen. Wenn es uns dann auf den Sack geht, dann... Oh, dann hat man wenigstens schon mal einen Ladewagen fürs Heu. Dass wir immer frisch Heu holen. Das finde ich eigentlich eine recht gute Idee. Weil ich will unbedingt den Zelon ausprobieren. Den Ladewagen. Ich glaube, das werden wir so machen. Also Leute, nächste Investition fällt. Nummer 26, dann den Ladewagen oder den Traktor zuerst, müssen wir schauen. Und dann werden wir auch so langsam in Richtung... So langsam in Richtung Pferdewirtschaft gehen. Viehhaltung. Sowas. Aber erstmal müssen wir jetzt unser Feld hier beackern. Bearbeiten. Großartiger weiter möchte ich das Feld gar nicht, da bin ich mich nicht so der Fan davon und vor allen Dingen nicht, wenn wir hier kein GBS mit haben, dass ich wenigstens die Feldergrenze gerade hinkriegt. Deswegen warte ich mal lieber ab. Dass wir den Vögel, das ist auch echt geil. Dass sie sofort fliegen, wenn man ankommt. Ja, da muss schon ganz schön durchschrubben, aber mit 12 Stundenkilometern kriegt man das ja doch gut auf der Reihe. Wichtig ist nur, dass wir hier das Unkraut ein bisschen in Zaun halten. Wir müssen auch mal gucken, ob wir hier Dings streuen müssen. Benötigt Kalk? Nein. Aber 26 benötigt Kalk. Oh nee. Müssen wir ja Kalk streuen. Ist zwar kein Ding, so würde ich auch gerne zeigen, aber das Kalk ist immer, das hat einen ziemlich hohen Verbrauch. Da werden wir wahrscheinlich viel brauchen und vor allem müssen wir ja dann auch noch ein Dings kaufen. Oder mieten zumindest. Also hier einen... Den Streuer, einen Kalkstreuer. Weil ich habe ja keinen.
Habe ich auch beobachtet, viele YouTuber, für viele YouTuber ist der Pedalsteuer der kleine zumindest Grundausstattung gewesen. Viele haben sich den ziemlich am Anfang gekauft. Aber ich, ja, so, in meinen Augen werden wir nicht so oft Kalk streuen müssen, deswegen brauchen wir den zum Anfang nicht. Und in Sachen Dünger habe ich ja aktuell noch die Hardy Mega Spritze. Das ist ja auch gut, weil die kann flüssig düngen und auch Herbizide spritzen. Also so eine 2-in-1 Maschine. Obwohl ein Düngerstreuer auch eine 2-in-1 Maschine ist, und zwar kann der Dünger und Kalk streuen halt, was auch wichtig ist. Naja. Abwarten und Tee trinken. So. Vielleicht gibt es auch mal ein schönes großes Feld, wo wir mal große Maschinen austesten können. Bei irgendeinem Feld ernten. Buah. So. Mal mit einem Fendt Ideal arbeiten oder beispielsweise mit einem John Deere S790 oder mal, keine Ahnung, mit einem großen 6R mal was machen oder 7R, vielleicht zum mal gleich mal ein bisschen ausspionieren, ob das eine Maschine für uns wäre. Also ist es eigentlich definitiv, und irgendwann wird auch ein 7R, 8R und 6R auf dem Hof stehen, safe, aber einfach so mal im Realismus nachgehen und mal gucken, ja, wäre das eine Maschine für uns. Vorführer. Muss man uns nicht direkt Vorführer auf dem Hof holen. So, dann können wir das mal bei anderen Landwirten testen. Genau. Könnte man ja nochmal in der Mission gucken. Was haben wir denn da hier? 2021 Euro habe ich gekriegt. Beispielsweise noch. Hier könnte man mit einem Ideal arbeiten. Oh, ordentlich Geld wird man dabei kriegen sogar. 8600 Euro. Sonnenblumen auf Feld 6. Ja, so ein großes Feld. Ah, da müssten... Ah, okay, gut. Dann werden aber 1500 abgezogen, weil mit Nova mache ich das safe nicht. Da wäre ich ja auch, Ansonsten ja so Transportaufgaben würde ich auch gerne mal machen. Und das ist die Frage immer, was muss man da machen? Also eine Palettengabel und Frontlader habe ich ja. Vielleicht werden wir das auch in der nächsten Folge mal in Angriff nehmen. Oder wenn wir jetzt noch Zeit haben, können wir es auch jetzt noch machen. Aber erstmal Feld fertig machen. Von wo müsste ich sowas transportieren? Von Bahnsilo West nach Burghotel. Bahnsilo West. Ah gut, ist jetzt hier nicht markiert drauf. Bergsilo West. Bahnsilo West. Bahnsilo West. Der Traktor fährt er noch. Oh, das ist auch cool. Bahnsilo West, Ost. Was ist denn hier West? Hier oben oder was? Nee. Hier? Nee. Das ist komisch, hä? West, West, West. Kalkstation. Ach ja, Bahnsilo West nach Burghotel. Hier unten irgendwo? Ach, keine Ahnung. Kann man ja dann mal einen Angriff nehmen. Würde ich dann einfach nächste Folge mal machen, oder wenn wir jetzt Zeit haben. Ich glaube, länger als 5 Minuten wird das nicht dauern. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Frontladerarbeit ist. Ich habe das wirklich noch nicht gemacht, und wenn, dann bin ich halt... Ja. Bin ich halt am Arsch. Gucken wir mal, Frontlader steht ja auf dem Hof, Palettengabel. Ich glaube, so
wird das sein. Ansonsten Transport, anderer Transportaufgaben kenne ich jetzt auch nur aus dem LS, aus den Handy-LS-Teilen. Wenn man beispielsweise im LS18 mal einen Anhänger Getreide irgendwo hinschaffen muss, das wäre vielleicht noch eine Variante von der Transportaufgabe. Mal schauen wir mal. So, auf jeden Fall ist das jetzt ja gepflügt, also tiefenlockert. Aber entspricht ja den Umständen des Pflügens hier im LS. Ja, zwei Bahnen. Das ist soweit auch geschafft. Dann würde ich sagen, pflanzen wir hier mal Hafer. Mal die neue Frucht auch mal noch mal konkret zeigen und mal auf unseren Feldern anbauen. Ja, wir haben ja letzte Folge nur eine Mission gemacht, wo wir so eine Mission gezeigt haben. Aber ich muss kann auch selber mal anbauen. Ich habe gesehen, dass Baumwolle übrigens auf der Map hier auch geht. Warum auch immer. Aber das würde ich mir eher dann für Raveport aufheben. Falls wir die irgendwann auch nochmal spielen. Aber Gott sei Dank gibt es erstmal wieder eine europäische Karte. So, wir haben sogar noch ein paar Minuten. Da würde ich sagen, nehmen wir das mal mit ein bisschen in Angriff. Da wird die Folge halt mal ein bisschen länger. Schauen wir jetzt mal gleich. So, wunderbar. Nächste Folge tun wir das dann sehen mit unserer Wetterstaat Spirit Seemaschine. Kerscher werde ich mir irgendwann auch mal anschaffen. So, dann grabben wir mal unseren Frontlader. Sieht gut aus. Und nehmen wir die Mission an. So, und dann fahren wir mal dahin. Fahren wir mal zum Bahnsilo. Ach, und da oben ist auch markiert worden. Beim Bahnsilo West seht ihr da einen gelben Punkt und bei der rote Punkt dort ist wahrscheinlich dann das Ende, wo es erwartet wird. Ich bin wahnsinnig gespannt, was es ist. Palette, Anhänger, irgendeine Maschine. Nobody knows that. Und für 500 Tacken ist es doch eine gute Mission, denke ich mal. Einfach so mal ein bisschen, lernt man ein bisschen die Map kennen. Auch nicht, dass ich jetzt ein Gewicht brauche. Das war doof. Weil Gewicht habe ich nicht. Und wenn, dann ziehen wir eine Lache aus der Geschichte, dass ich mir ein Gewicht kaufen sollte. Aber das ist eigentlich Quatsch, weil so viel Frontladerarbeiten werde ich sowieso nicht machen. Und außerdem habe ich vorne keine... Was ist denn das jetzt hier? Außerdem habe ich vorne keine Fronthydraulik, was ein Frontgewicht eigentlich auch überflüssig macht. Aber dann, wenn wir uns 6A kaufen, werde ich auf jeden Fall ein Frontgewicht mit dazu bestellen. Insbesondere, wenn wir dann auch schwerere Maschinen haben. Aber die Maschinen, die wir derzeit haben, da brauchen wir kein Gewicht. Und deswegen habe ich vorne auch keins reingemacht. Erstens, weil es doof aussieht. Und zweitens, was unnötig ist. Da steht's. Na gut, das ist eine Palette.
wunderbar. Dann können wir gleich mal ausprobieren, ob sich das Palettenhandling hier ein bisschen verbessert hat. Wunderbar. Gott sei Dank ist es nicht auf Zeit. Und Frontlader ist immer eine sehr praktische Sache. So. Ich schätze mal so jetzt noch 2-3 Minuten. Weil der Weg zu der Burg, der ist ziemlich lang. Wäre jetzt auch cool, mit dem Gardo zu fahren. Oder anderes Fahrzeug. Mal hinten. Einfach das, die Palette hinten auf das kleine Fahrzeug draufschmeißen und dann geht's los. Ich glaube, spätestens dann, wenn wir uns Tiere holen. Und vor allen Dingen auch Pferde. Dann haben wir uns den kleinen Einback-Trailer mit dazu holen. Und dann brauchen wir auch dann schon ein Auto oder Pickup oder was auch immer. So ein kleines UTV. So. Das machen wir uns dann dazu holen. Ist nur halt die Frage, welches, ne? Schon Diagator. Hintra, Retriever, rot oder schwarz. So. Kopfsteinpflasterstraße. Schön, schön. Hier hoch vorne ist jetzt ein Problem. Würde ich nicht in Angriff nehmen. Weil guck mal, so steil, da wird man nicht hochkommen. Deswegen fahren wir jetzt einfach in die Straße. Entlang. Und so haben wir dann wenigstens auch schon mal die Burg gesehen. Die ja auch ein Symbol der Karte ist. Dann ist, by the way, das Feld, was wir in der letzten Folge geerntet haben. Da liegen auch noch die Strohschwaden. Schön. Und das Palettenhandling, das haben sie erst verbessert. Also kann ich jetzt nichts Negatives dazu sagen. Und wenn es genau dasselbe wie im 17er ist, dann könnte ich auch damals schon nicht dazu sagen. Und die Karte ist sehr, sehr schön. Da unten ist auch die Statue mit den Bremer Stadtmusikanten dort unten. Neben der Kirche. Das ist jetzt Bremer Stadtmusikanten, so also mit den LS-Tieren. Oh, die ist ziemlich steil. So. Und ich freue mich auch, kleine Easter Eggs auf der Karte wieder zu entdecken, wenn es denn welche gibt. Und hier oben gibt es ein Feld? Lol. Gleich mal bewirtschaften, ja. Kann man das hier bewirtschaften? Kann man das ja kaufen? X. Ja, das kann man kaufen. Einfach für 3 Millionen. Na Mensch. Dann gehört auch das kleine Feld hier uns. Süß. Genau. Gut. Dann haben wir das geschafft. Die Lieferung war erfolgreich. Wir haben das Geld bekommen. Hoffe ich doch mal. Schauen wir einfach mal. Ja, ist abgeschlossen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir dann sehen. Und dann bedanke ich mich bei euch nochmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ein Daumen, ein Kommentar. Alles sehr freundlich. Und dann sage ich Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.